Du möchtest wissen, wie man sich seinen Vollbart trimmt? Kein Problem. In diesem Video erkläre ich dir, wie du auch als kompletter Anfänger deinen Vollbart in 6 einfachen Schritten ganz einfach zu Hause trimmen kannst. Damit man sich seinen Vollbart trimmen kann, muss der Bart natürlich erstmal eine gewisse Länge haben. Und mein Bart sieht zum Zeitpunkt vor der Rasur wie folgt aus. Einfach ein wenig zu lang für meinen Geschmack. Das sieht man gerade auch hier im Halsbereich. Dort kommt echt schon viel Bart nach und es ist endlich mal Zeit für eine frische Rasur. Im ersten Schritt säubere ich meinen Halsbereich. Und da bitte genau aufpassen, denn der Halsbereich sollte nur bis zu einem bestimmten Bereich gesäubert werden. Viele Männer machen einfach den Fehler und rasieren im Halsbereich einfach zu viel weg. Bitte den Halsbereich nicht so weit wie hier jetzt angezeigt rasieren. Das wäre an dieser Stelle einfach zu viel. Den Halsbereich bitte nur bis zu diesem Bereich rasieren. Das sieht viel natürlicher aus und das ist die ideale Linie, bis wohin der Hals rasiert werden sollte. Um den Halsbereich dann zu säubern, mache ich den Aufsatz von meinem Barttrimmer ab und rasiere dann ohne Aufsatz. Einfach den Halsbereich schön Schritt für Schritt runter rasieren, säubern und wenn man damit fertig ist, dann sieht das Ganze auch schon wesentlich ordentlicher und wesentlich schlichter aus. Im zweiten Schritt mache ich die Kontur an der Wange und dazu habe ich den Aufsatz von dem Barttrimmer immer noch ab und mache das Ganze ohne Aufsatz. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr müsst euch einfach eine imaginäre Linie vorstellen. Das kann man hier an diesem Kamm oberhalb des Kammes ganz gut erkennen, denn oberhalb des Kammes wird dann dementsprechend alles wegrasiert und gesäubert. Mit dieser Linie kann man das Gesicht einfach schon ein wenig länger ziehen, man bekommt einfach ein wenig mehr Dimension ins Gesicht rein und man kann den Bart an dieser Stelle auch schon gleichzeitig ein wenig in Form bringen. Im dritten Schritt wird jetzt der Bart endlich getrimmt. Bevor wir aber mit dem Trimmen anfangen können, könnt ihr eine Rundbürste nehmen und euren Bart erstmal richtig schön aufbürsten. Somit könnt ihr das ganze Volumen vom Bart erkennen und somit ist es viel, viel einfacher, euren Vollbart nachher runter zu trimmen. Und um den Bart dann zu trimmen, benutze ich dann auch einen Aufsatz. Den packe ich dann auf den Rasierer drauf, stelle die gewünschte Länge ein, in diesem Fall jetzt 11 mm und dann trimme ich ganz vorsichtig runter. Und ganz wichtig an dieser Stelle, auf keinen Fall, wie man das zum Beispiel vom 3-Tage-Bart rasieren kennt, von unten nach oben rasieren. Wenn ihr das macht, dann macht ihr euch euren Vollbart einfach kaputt. Also so bitte nicht rasieren, sondern genau andersrum rasieren, von oben nach unten herunter rasieren. Und dabei schön darauf achten, dass der Rasierer tatsächlich gerade nach unten geht, damit man nämlich diesen Kastenschnitt, den die meisten Männer in ihrem Vollbart haben möchten, beibehalten kann. Meine Empfehlung an dieser Stelle, ich gehe mit der Bartlänge vom Rasierer einfach Schritt für Schritt ein wenig runter. Ich fange dann erst mit 11 mm an, gehe dann auf 10 mm runter, auf 9 mm runter, auf 8 mm runter. Je nachdem, wie viel du einfach vom Bart auch runter haben möchtest, dann musst du dich einfach Step by Step ein wenig rantasten und schauen, wie viel dann tatsächlich vom Bart weggenommen wird. Im vierten Schritt passen jetzt die Form an und nehmen nach unten hin etwas Länge raus. Da rasieren wir auch wieder ohne Aufsatz, also der Aufsatz wird wieder vom Rasierer abgenommen. Und hier empfehle ich auch, wieder eine Bürste zu nehmen, eine Rundbürste zu nehmen und den Bart erstmal schön aufbürsten, damit man das ganze Volumen vom Bart ganz genau erkennen kann. Denn jetzt, wenn wir die Form halt ein bisschen anpassen möchten, da ist natürlich extrem wichtig, dass man die ganze Form des Bartes auch sieht und den Bart in seiner vollen Pracht betrachten kann. An dieser Stelle aber wieder ganz genau aufpassen, denn wir rasieren natürlich ohne Aufsatz. Und wenn wir ohne Aufsatz rasieren, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir uns schnell eine Kante oder ein Loch in den Bart reinrasieren. Und dann ist der Vollbart natürlich komplett hinüber, wenn wir da irgendwie eine Kante oder ein Loch reinrasieren. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb an dieser Stelle ganz genau darauf achten, wie viel man wegnehmen möchte und ein richtig schön ruhiges Händchen bewahren, damit man nicht zu viel wegnimmt. Im fünften Schritt sind die Konturen an den Lippen dran und der Schnurrbart. Meine Empfehlung an dieser Stelle, macht einfach ein Grinsegesicht. Wenn ihr euch ein Grinsegesicht macht, dann kann man ganz genau erkennen, welche Barthaare überstehen, wo zu viele Barthaare sind und diese Barthaare könnt ihr dann ganz einfach und simpel wegrasieren und stutzen. Wenn euch an dieser Stelle der normale Barttrimmer einfach zu groß und zu klobig ist, das kann ich bestens nachvollziehen, denn ich kann hier an dieser Stelle auch viel besser mit dem Philips OneBlade arbeiten. Mit dem Philips OneBlade kann man einfach viel feiner in die Ecken reingehen und gerade für den Konturen oder für den Lippenbereich und Mundbereich ist der Philips OneBlade wirklich ideal. Kann ich an dieser Stelle tatsächlich für die Konturen wärmstens empfehlen. Kommen wir zum sechsten Schritt, ein optionaler Schritt. Dort rasiere ich meine Koteletten und meinen Nacken aus. Wenn man natürlich alleine zu Hause ist, ist das natürlich nicht so einfach. Da empfehle ich an dieser Stelle einfach, sich so einen Handspiegel zu nehmen, damit man ganz genau weiß, wo man rasiert. Der kostet bei Amazon wirklich nicht viel, vielleicht 10 Euro und dann sieht man ganz genau, wo man rasiert.
Bestenfalls fragt man aber seinen Freund oder seine Freundin, wenn die gerade zur Seite steht, dann kann die einfach die Koteletten rasieren und den Nacken ausrasieren. Dauert nicht lange, super einfach, auch für denjenigen, der dann dementsprechend die Koteletten bzw. den Nacken ausrasiert und ist wirklich die saubere Variante. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüß gehen raus an Björn Frerichs. Björn, vielen lieben Dank für deinen Support hier auf YouTube und wenn du da draußen auch mal grüßt werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Weitere Videos zum Thema Rasieren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag, einen ideal perfekt gestylten Vollbart. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace.